So, von der Zeit her können wir nahtlos übergehen in unseren letzten Vortrag, den wir haben. Auch ein sehr spannendes Thema, wo wir, denke ich mal, jetzt auch noch nicht davon reden, dass wir das in ein, zwei Jahren einsetzen werden. Das wird ein längerer Prozess sein. Aber es ist mit Sicherheit sehr spannend, sich diesem Thema zu widmen. Wir haben zwei Herren, die den nächsten Vortrag machen, Augustin Danciu und Jens Jeschner. Beides sind Spezialisten, die sich mit dem Thema Quantencomputing befassen. Und wir alle wissen, und besonders natürlich die großen Factoring-Unternehmen, dass Geschwindigkeit Key ist und das Bearbeiten auch von Big Data immer mehr in Zukunft zum Thema wird. Aber das Ganze muss natürlich performant geschehen. Und deswegen ist das natürlich jetzt ein schöner Punkt, wenn wir über das Thema Quantencomputing etwas mehr erfahren. Herr Jeschner und Herr Danciu, Sie dürfen uns jetzt etwas Licht ins Dunkel zaubern. Sehr schön. Danke für die einleitenden Worte. Mein Name ist Augustin Danzi und ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Jens Jeschner die Ehre, heute über ein tatsächlich sehr spannendes Thema zu sprechen. Mein Lieblingsthema im Moment, Quantencomputing. Und tatsächlich teile ich jetzt auch noch die Präsentation, die wir vorbereitet haben. Ich hoffe, sie ist zu sehen. Ist sie zu sehen? Können Ja. wir das ich mache mal bestätigen, allerdings sehe ich sie nicht. Ach so, nee, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er Jetzt. da. Das sind immer die Herausforderungen der verschiedenen hybriden Meetings. Das kennen wir alle mitunter zu gut in letzter Zeit. Also, wie gesagt, das Thema Quantencomputing und deren Potenziale im Factoring ist das, worüber wir jetzt referieren werden. Ich glaube, es macht kurz Sinn zu sagen, wer wir überhaupt sind. Wir sind die Mininkubator GmbH, eine Forschungs- und Entwicklungseinheit und der Frühphase-Investor der Commerzbank-Gruppe. Uns gibt es mittlerweile seit 2013 und wir sind mit 22 Kolleginnen und Kollegen in den Feldern Venture Capital, also als Frühphaseninvestor unterwegs und als Forschungs- und Entwicklungseinrichtung erforschen wir nun neue Technologien, die einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft, auf Sie und mich, aber natürlich im weiteren Denkmuster auch auf dann Banking und Financial Services. Wir haben einige Auszeichnungen, die ich kurz erwähnen möchte, gewonnen, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Beste Innovation Lab, also die Arbeit, die wir tun, die wird wertgeschätzt. Darauf sind wir sehr, sehr stolz, denn tatsächlich ist es nicht immer einfach, wenn, wie eben eingangs auch schon gesagt, wir uns mit Technologien beschäftigen, die nicht sofort einsatzfähig sind, sondern derer Potenziale man erstmal untersuchen muss. Warum machen wir das und wieso? Was sind die Mehrwerte für unsere Kunden? Zum einen natürlich als Frühphase-Investor unterstützen wir Startups mit Kapital, aber auch mit dem Zugang zu unserem Netzwerk über unsere Muttergesellschaft, die Commerzbank, helfen aber auch anderen Investoren in ein Netzwerk zu kommen, in dem investiert werden kann und auch das Know-how quasi mittransportiert werden kann. Und nicht zuletzt haben wir auf der rechten Seite die Technologieseite, nämlich mit den Technologien, mit denen wir uns beschäftigen, wissen wir auch frühzeitig, welche sind jene, bei denen es sich lohnt, bereits jetzt Wissen aufzubauen, wie werden die Abhängigkeiten sein in der Zukunft und was ist das Potenzial für bestehende Produkte, aber auch für neue Produkte, an die wir noch gar nicht denken. Denn die Technologie hat es zuvor nicht gegeben und die Potenziale zu ermitteln, das ist unsere Aufgabe. Welches sind die Technologien, die gerade bei uns im Fokus sind? Zum einen unterscheiden wir diese in drei Stufen. Das machen wir anhand eines Musters namens Technology Readiness Level. Das haben wir nicht erfunden. Es kommt aus der Raumfahrt, beziehungsweise ist auch ein, ja, wie gesagt, ein Konzept für sich, worüber ich jetzt lange referieren könnte. Kurz gesprungen ist es so, dass eine Technologie einen Reifegrad unterlegt wird und dieser Reifegrad wiederum hat eine Auswirkung auf unsere Beschäftigung mit der Technologie. Als Beispiel,
Hier oben haben wir Neuroscience. Da in dem Bereich betreiben wir reines Research. Wir schauen uns die Trends auf dem Markt an, was entwickelt sich gerade, in welche Richtung geht es. Aber wir entwickeln nichts. Wir sind nicht in der Validierung, denn das ist zu frühphasig, immer aus der Perspektive einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung einer Bank. In der Phase der Validierung oder des Developments haben wir aktuell 7 Technologien, mit denen wir uns spezieller und tiefer beschäftigen, auch wirklich Lösungen und Prototypen bauen, um herauszufinden, ob die Technologie einsatzbereit ist für Financial Services. Darunter fällt auch, wie man hier rechts sieht, das Thema Quantencomputing. Und dann gibt es noch die Technologie Readiness Level 7 bis 9. Das ist die Stufe von 1 bis 9. 7 bis 9 ist für uns bereits erledigt. Das hat nichts mehr im Mininkubator als Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu suchen, denn die Technologie ist entweder in einem Status, dass sie bereits einsatzfähig ist, also in Produktion laufen kann, oder aber, dass sie in den nächsten 2 Jahren einsatzfähig wird, was bedeutet, dass es dann ein Produktentwicklungsthema ist, das dann in dem jeweiligen Konzern, das ist die Commerzbank, oder aber auch beim Kunden und bei den Partnern eingesetzt werden kann. Daran erkennt man schon, dass das Thema Quantencomputing, wie auch gerade eingangs erwähnt, noch nicht so weit ist, dass wir hier eben die Produktion einer Bank oder eines Unternehmens abzielen und noch im Prototyp, im Validierungsprozess sind, um herauszufinden, inwiefern ist Quantencomputing hier einsatzfähig oder wann wird es einsatzfähig sein? Was braucht es? Um etwas tiefer in die Materie einzusteigen, was ist Quantencomputing? Naja, wie sind wir an die Sache rangegangen? Wir haben uns zunächst mal angeschaut, was schreiben andere darüber. Es ist eine Aussage, über die wir gestolpert sind. In 2030 wird es 4000 Quantencomputer geben. Das macht die ganze Sache interessant. Also liest man weiter und schätzt mal das Marktpotenzial ein oder liest über das Marktpotenzial. McKinsey hat gesagt, dass der Markt bis 2025 auf fast 1 Milliarde US-Dollar wachsen wird. Ich kann jetzt schon sagen, das war ein bisschen daneben geraten. Das ist nämlich jetzt schon der Fall. Aber dann schaut man weiter und schaut, wer sind die Vorreiter? Naja, aktuell, sagt PwC, die meisten, die sich damit beschäftigen mit der Technologie, sind Startups und Universitäten. Unternehmen wie wir beschäftigen uns mittweilen eher seltener mit der Technologie Quantencomputing, was merkwürdig ist. Und was heißt das für die Entwicklung der Technologie an sich? Einer Statistik nach wird sich die Anzahl der Qubits bis 2021, das ist jetzt, auf 128 erhöhen. Dazu muss man wissen, dass die Erhöhung um einen Qubit eine exponentielle Steigerung, also eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit des Quantencomputers mit sich bringt. Aber das erklären wir im Folgenden nochmal. Gut, nach dieser tatsächlich sehr spannenden Phase des Researches haben wir dann geschaut, was sind denn die tatsächlichen Zahlen auf dem Markt? Wir haben fast 1 Milliarde Euro Investments in Startup, Hardware und Software auf dem Markt heute schon. Es sind über 25.000 Veröffentlichungen zum Thema Quantencomputing zu finden, wissenschaftliche Veröffentlichungen mit einer extrem hohen deutschen Beteiligung. Das muss man an der Stelle erwähnen, denn bei den Patenten mit 1.300 Patenten ist die deutsche Beteiligung doch recht gering. Hier sind eher China, USA führend und auch Kanada, Japan ebenfalls in den Top-Plätzen. Nur wir veröffentlichen viel, wir arbeiten viel an der Publikation von Ergebnissen, die wir aus der Forschung haben. Nur die Verwertung im Sinne von Patentierung, die ist dann doch etwas auf der Strecke bis jetzt geblieben. Wir hoffen, das ändert sich unter anderem auch mit einem solchen Vortrag wie heute. Vielleicht kriegen wir Sie dazu motiviert oder Ihre Kunden, sich näher damit zu beschäftigen, sodass wir auch diese Zahl in Zukunft erhöhen und dann mit einer größeren Beteiligung aus Deutschland. Wer sind denn diejenigen, die sich damit beschäftigen? Gerade im Bankenumfeld sind es diese 7 Banken, die hauptsächlich zu nennen sind. JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, alles aus Übersee. Dann haben wir in Spanien mit der Caixa Bank einen aktiven und dann mit der BBVA ebenfalls eine sehr aktive Bank im Rahmen von Quantencomputing und der Erforschung der Möglichkeiten daraus.
Und in Deutschland gibt es tatsächlich, da steht jetzt die Commerzbank, sind unter anderem wir, in Deutschland gibt es tatsächlich darüber hinaus wenig bis keine Veröffentlichungen, zumindest nicht öffentlich, dass sich die Banken damit beschäftigen, was etwas schade ist. Aber die Frage ist ja, warum? Warum beschäftigen sich Banken nicht damit? Und umgekehrt, was ist so besonders am Quantencomputer? Und um das zu verstehen, muss man etwas tiefer in die Materie eintauchen, und zwar in die Quantenmechanik, in die Physik dahinter. Dazu übergebe ich jetzt an meinen lieben Kollegen Jens Jeschner, der uns ein bisschen was über die Quantenmechanik, die Grundlagen des Quantencomputers erläutert. Jens. Genau, vielen Dank, Augustin. Also, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, genau wie Augustin schon angekündigt hat, wir müssen uns leider ein bisschen in die Quantenmechanik anschauen, aber haben Sie gar keine Sorgen, das ist gar nicht so komplex. Ich meine, natürlich haben Sie vielleicht auch schon gehört, dass die Quantenmechanik nicht ganz unkompliziert ist, beziehungsweise dass, naja, dann, dass man dort noch nicht ganz alles verstanden hat. Aber schauen wir uns das Ganze mal an dem berühmtesten Experiment der Quantenmechanik, nämlich dem sogenannten Doppelspaltexperiment. Genau, auch sind wir jetzt mal gerade ganz, genau, wunderbar. Und zwar ist es ein Experiment, mit dem sich die Quantenmechanik sehr gut veranschaulichen lässt, sehr gut verdeutlichen lässt. Und es war auch, sage ich mal, eines der ersten oder beziehungsweise das erste Experiment, mit dem man wirklich experimentell nachweisen konnte, dass die Quantenmechanik existiert. Vielleicht ganz kurz vorab, worum geht es bei der Quantenmechanik? Womit beschäftigt man sich damit? Und zwar ist es so, naja, man beschäftigt sich mit den sogenannten Quanten, also mit den Elementarteilchen. Also alles, wie man ja bekannterweise weiß, alles besteht irgendwie aus Atomen. Jetzt ist natürlich die Frage, aus was bestehen denn dann Atome? Naja, die bestehen aus einzelnen Quanten. Bedeutet also, dass die kleinsten Teilchen, die wir kennen, auch nach unserem Wissensstand, 17 Stück gibt es davon, unter anderem die Bosonen, die Myonen etc. Und auch zwei ganz bekannte Quantenteilchen sind Elektronen und Photonen. Und wie gesagt, die Eigenschaft von diesen Quantenteilchen ist erstens, es sind Teilchen, ganz wichtig hier an der Stelle mal vermerkt. Das zweite ist, die sind so klein, die lassen sich nicht mehr teilen. Also ein Quantenteilchen, wie auch der Name Elementarteilchen vermuten lässt, es ist fundamental, es ist total elementar, da lässt sich einfach nichts mehr ja, teilen. Da kann sie mit dem Messer rumschneiden, wie sie möchten, das wird nichts. Also gucken wir uns mal an, wie kann man jetzt aber nachweisen, wie sich denn diese Quantenteilchen verhalten? Und ich sage Ihnen schon mit eins vorab, es ist nicht so, wie man das erwarten würde. Sonst würden wir wahrscheinlich heute nicht hier zusammen sitzen. Genau, also folgender Versuchsaufbau. Wir fangen mal von links an. Wir haben eine Elektronenkanone. Ja, die schießt einzelne Elektronen. Wie gesagt, Elektronen sind Quantenteilchen, sie lassen sich nicht mehr teilen. Dazwischen habe ich sage ich mal, einen Spalt aufgebaut, eine Beschränkung, sage ich mal, eine Platte einfach mit zwei Schlitzen drin. Einen von den Schlitzen lassen wir erstmal zugeklebt. Und ganz hinten haben wir einen photosensitiven Detektor, also ein Screen quasi, der die Position, die Auftreffposition von diesen Elektronen, die ich links abschieße, durch den Spalt hindurch auf den Detektor, wo an welcher Stelle die aufprallen, zeigen wir diese weißen Punkte auf. So, und was wir jetzt hier sehen, ist das natürlich mit einem Spalt abgeklebt. Das sieht jetzt erstmal nicht verwunderlich aus. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen abstrakt, vielleicht, wenn man sich nicht so viel mit Elektronen oder Photonen beschäftigt. Man kann sich auch einfach mal Tennisbälle vorstellen. Wenn man jetzt die Tennisbälle hier oder die Elektronen hier durchschießen würde und man sieht es auf der rechten Seite, würde man sagen, relativ unspektakulär. Ist ja im Prinzip genau das, was man erwartet. Die gehen da durch, die treffen da hinten auf, die sind durch den Schlitz. Hinten habe ich wieder so eine gerade Linie. Alles wunderbar. So, und jetzt gucken wir uns doch mal an, was passiert denn, wenn ich das Klebeband hier entferne von dem zweiten Schlitz? Ja, was ist das denn jetzt? Das ist, naja, ich meine, denken Sie mal vielleicht ganz kurz eine Sekunde darüber nach, was hätten Sie jetzt erwartet? Wie sollte das Muster hinten aussehen? Ich bin mir sicher, Sie hätten nicht dieses Muster hier erwartet, was Sie hier sehen. Vielleicht mal ganz kurz, was sehen wir denn hier? Naja, wir können jetzt zum einen mal sehen, dass wir hier zum einen mal nicht die zwei Schlitze hätten oder die zwei Linien, die wir erwartet hätten. Zum anderen sind diese Teilchen aber doch nicht ganz zufällig dort aufgetroffen. Man kann hier schon mehrere Schlitze jetzt erkennen und man sieht auch, dass zumindest der innerste
die innerste Linie etwas dicker ist und zum Rand her wird es immer ausgedünnter. Also man sieht hier schon, die Photonen treffen da hinten auf. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt einen Physiker fragt, na, was ist denn das? Erklär mir das mal bitte, was sehe ich denn hier? Ich kann das gerade gar nicht einordnen, gar nicht verstehen. Nun, da wird der Physiker sagen, naja, was wir hier beobachten können, ist ein sogenanntes Interferenzmuster. Das bedeutet, diese Teilchen interferieren mit sich selber. Jetzt kann man natürlich, hört sich sehr, sehr abstrakt an, was bedeutet das denn? Nun, kurioserweise entstehen solche Interferenzmuster durch Wellen. Also bei Wellen lassen sich diese Muster ganz gut beobachten. Augustin, gehst du mal gerade auf die nächste Slide, bitte. Wunderbar. Genau, gucken wir mal auf das Bild auf der linken Seite. Hier haben wir das mal im Wasser, wie sich denn Wellen im Wasser ausbreiten. Und auf der linken Seite von dieser Barriere mit den zwei Schlitzen drin sehen wir noch das Wasser, wie es ganz normal strömt mit den gleichmäßigen Wellen. Es geht durch diese zwei Schlitze durch und was hinten rauskommt, sage ich mal, sind dann diese Wellen werden quasi, auch erstmal ein bisschen gestört, sage ich mal, und interferieren miteinander. Das bedeutet, sie formen zusammen, sie treffen aufeinander und bilden ein neues Muster. So, jetzt aber mal ganz kurz, vorher hatten wir von einzelnen Elektronen gesprochen, die durch diesen Doppelschlitz gehen, beziehungsweise durch diese zwei Schlitze. Und was wir hier sehen können, damit sich so eine Welle bildet, beziehungsweise so ein Interferenzmuster, muss dieses Wasser, also hier in dem Fall das Wasser, ja durch beide Schlitze laufen. Mit einem Schlitz geht das nicht. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass dieses eine Elektron, wie gesagt, ein Teilchen, das sich nicht mehr teilen lässt, durch beide Schlitze durchlaufen muss. Und das ist etwas, was, zumindest sehr, sehr merkwürdig ist. Zum einen, da es ein Teilchen ist und wir jetzt gerade von Wellen gesprochen haben und auch wenn man sich jetzt mal physikalische Wellen vorstellt oder auch die Wellen im Wasser, hätten sie jetzt einen einzelnen Wassertropfen, der könnte ja keine Welle bilden. Also man muss immer mehrere haben, aber wir haben gerade nur ein einzelnes oder immer eins nach dem einen Elektron nach dem anderen hier durchgeschossen. Also wir haben zum einen ein Verhaltensmuster, das wir bei Wellen beobachten können, zum anderen haben wir hier aber ganz klar ein Teilchen. Und in diesem Fall spricht man auch vom sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. Auf der linken Seite sehen Sie das nochmal, sage ich mal, aus der Vogelperspektive etwas skizziert. Dieses vertikale Bild hier mit den schwarzen und den weißen Strichen drin. Das ist tatsächlich ein echtes Bild mit einem Fotoapparat quasi aufgenommen von so einem Interferenzmuster. Und was wir hier nämlich sehen können, ist, dass wir sehen hier auch wieder, dass wir verschiedene Linien haben, die zum Ende hin etwas dünner sind. Nun, diese Wellenform, diese Wellengleichung hat der ganz bekannte Quantenphysiker Erwin Schrödinger in der sogenannten Schrödinger-Gleichung definiert. Das ist diese relativ simple Gleichung, die Sie hier oben rechts in der Ecke sehen können. Darüber werde ich jetzt nicht im Detail eingehen, was das alles bedeutet. Ist auch nicht wirklich wichtig. Was uns diese Gleichung nämlich erzählt, ist der Auftreffpunkt, sage ich mal, von diesem Teilchen. Ja, ich kann damit also bestimmen, an welcher Stelle wird denn so ein Teilchen auftreffen. Und was jetzt hierbei relevant ist, ist, das Teilchen wird nicht an einer festen Position auftreffen, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was Sie oben links an dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion sehen, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in der Mitte, dann zum Ende her nimmt es ein bisschen ab und dazwischen haben wir so Täler. Also da treffen die Teilchen anscheinend nie auf. Und genau das ist eines der wichtigen Prinzipien, die wir uns beim Quantencomputing zunutze machen können, nämlich dieses Teilchen kann anscheinend in mehr als einer Position gleichzeitig sein. Nun, wenn man jetzt natürlich mal ganz kurz überlegt, was würde das denn bedeuten? Wie gesagt, wir reden hier nicht nur von irgendwelchen Computern oder Elektronen, beziehungsweise, naja gut, auch von Elektronen, aber alles. Also auch ich und mein Computer, vor dem ich gerade sitze, alles besteht aus Elektronen, auch der Tisch, an dem ich sitze. Wenn das jetzt so wäre, dass das mal zufällig hier ist und da, dann würde ich hier, in mein Arbeitszimmer reinkommen und heute wird mein Tisch mal in der linken Ecke stehen und morgen mal in der rechten und übermorgen da. Das kann ja irgendwie nicht ganz sein. Da passt ja was zwischen unserer klassischen Mechanik, die wir kennen, mit der wir alle sehr vertraut sind, auch wenn wir das nicht unbedingt von den physikalischen Grundlagen her kennen, aber einfach durch unsere menschliche Intuition von unserer Umwelt und dann dieser merkwürdigen Physik hier der Quantenmechanik. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig, aber keine Angst, es geht noch merkwürdiger. Aber wir sehen nochmal eine Zeit, bitte. Genau.
So, ich meine, wir werden ja nicht, wir als Menschheit, wir lassen uns ja nicht von so einem kleinen Elektron da austricksen. Ich meine, was kann denn so ein kleines Elektron schon haben, ne? Wir können da, wir massiv Brainpower, wir setzen unsere ganze Kraft ein und sagen, hey, wir sind schlau, guck mal, wir bauen uns eine Kamera hinter den Schlitz und gucken einfach, beobachten mal, durch welchen Schlitz fliegt denn das Elektron hier durch, dann wissen wir es ja. Naja. Gucken wir uns mal an. Überlegen Sie sich mal eine Sekunde, was würde denn jetzt passieren? Naja, ich kann es Ihnen verraten. Wir sehen plötzlich das hier. Nun, gehen wir noch mal eine Sekunde zurück. Vorher, ohne diese Kamera, hatten wir hier dieses Interferenzmuster, also diese ganz vielen feinen Linien, die sich zum Rand hin ausdünnen. Jetzt plötzlich beobachten wir und wollen wissen, naja, ist es denn jetzt durch den linken Spalt geflogen, durch den rechten Spalt oder durch beide Spalte, so wie das die Mathematik sagt, es muss durch zwei Spalte gehen. Die Physik sagt eigentlich, es kann ja gar nicht so sein, die klassische Physik, jetzt beobachten wir es und jetzt sehen wir plötzlich das hier. Was ist hier passiert? Und zwar ist das das sogenannte, auf Englisch nennt sich das Measurement-Problem. Das ist nämlich genau der Übergang zwischen der klassischen Mechanik und der Quantenmechanik auf der anderen Seite. Und was wir hier sehen, ist in dem Falle, sobald wir in das quantenmechanische System eingreifen, es beobachten, es spielt keine Rolle, welche Technologie wie wir hier verwenden, mit der wir das beobachten, egal was wir auch machen. Das Beobachten verändert immer den Zustand des quantenmechanischen Systems. Und das lässt sich nicht so gern ausdrücken und hinter die Karten schauen. Und dadurch sehen wir jetzt plötzlich, es verhält sich jetzt wie ein klassisches System. Also es bildet nur noch diese zwei Wellen. Was bedeutet das? Naja, durch unsere Messung haben wir den Quantenzustand zerstört quasi. Unwiderruflich ist er verloren gegangen und wir sehen nur noch dieses eine Prinzip hier. Das Ganze ist aber gar nicht mal so tragisch, zumindest, naja, ich meine, wenn Sie jetzt Physiker sind, dann ist das vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil seit 100 Jahren haben wir leider keine Antwort auf diese Frage. Das ist, ja, naja, wie gesagt, das ist aber Gott sei Dank, dafür steht der Tisch auch immer an der gleichen Stelle und der Computer auch. Also von daher müssen wir uns da alle keine Sorgen machen, alles bleibt wie gewohnt. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie können wir aber genau naja, Mechanik, diese Quantenmechanik für einen Quantencomputer benutzen. Genau. Und zwar das Prinzip, das ich gerade erklärt habe, nennt sich auch das Superpositionsprinzip. Also, dass ein Teilchen in mehr als einer Position sein kann. Sobald ich es messe, muss es sich aber für eine der Positionen entscheiden, beziehungsweise eine der Zustände. Und wenn wir das jetzt mal mit einem klassischen Rechner vergleichen, ein klassischer Computer rechnet ja bekanntlicherweise mit Bits, also mit binären Zuständen, die entweder 1 oder 0 darstellen können. Also wenn man sich das mal anhand von einer Münze darstellt, die kann entweder Kopf sein oder Zahl. Das bedeutet, ich kann natürlich mehrere Bits hintereinander darstellen, da kann ich dann deutlich mehr Zahlen als nur 1 oder 0 darstellen. Ich kann die auch ein bisschen schlau verbinden, mir ein paar Schaltkreise basteln, dann kann ich damit subtrahieren, addieren, elementare Berechnungen anstellen und basierend auf denen dann natürlich auch immer komplexere Sachen. Wie ist das denn jetzt beim Quantencomputer? Ich habe schon gelernt, okay, ein Teilchen kann also nicht, muss nicht unbedingt nur 0 oder 1 sein, beziehungsweise in einem von beiden Zuständen. Es kann also in allen möglichen Zuständen dazwischen sein. Es kann nämlich also nicht nur Kopf oder Zahl sein, sondern Kopf und Zahl gleichzeitig. Also es kann unendlich viele beliebige Zustände einnehmen zwischen 0 und 1. Und das ist eine sehr, sehr elementare, ja, ein fundamentaler Unterschied zum klassischen Rechner. Der natürlich, wie man sich vorstellen kann, allein hier kann ich zwei Zustände darstellen, auf der anderen Seite unendlich. Unendlich ist naja, bekanntlicherweise etwas größer als zwei. Von daher wunderbar. Ich habe hier also einen deutlichen Zugewinn an Zuständen und Zustände sind das, was tatsächlich, sage ich mal, die Rechenleistung von einem Rechner, ob klassisch oder Quantum, bestimmt. Ja, damit aber nicht genug. Es gibt noch ein weiteres Prinzip, das das Ganze umso spannender macht, und das ist die sogenannte Quantenverschränkung. Bei der Quantenverschränkung ist es so, dass ich nicht nur wie beim klassischen Rechner einzelne Bits zur Verfügung habe, die voneinander unabhängig sind. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt 8 Bits habe in einem klassischen Rechner und ich ändere, und die sind alle im Zustand 0 und ich ändere jetzt das vierte Bit, quasi das in der Mitte, dann zu einer 1, naja, dann hat sich halt eins von denen verändert. Und beim Quantencomputer ist es so, ich kann mehrere Qubits miteinander verschränken. Also die sind wirklich zusammen, die kriegen die
die sind zwar physikalisch nicht zusammen, also die könnten sich an vollkommen verschiedenen Orten befinden und zwar ganz unabhängig wo im Universum. Das bedeutet, ein Qubit von diesen, nehmen wir mal an, ich hätte ein Pärchen verschränkte Qubits. Das eine ist jetzt hier bei mir zu Hause und das andere ist irgendwo auf der Venus. Es ist vollkommen egal, sobald ich nämlich mein Qubit jetzt messe zum Beispiel. Ne? Das haben wir gerade gelernt durch das sogenannte Measurement-Problem, dass dann der Quantenzustand zerfällt. Also das Qubit muss sich jetzt entscheiden, ist es eine 0 oder eine 1. Wenn ich jetzt auf mein Qubit gucke und sehe, da, ich habe eine 1 bekommen, dann weiß ich, dass der Kollege oder die Kollegin, die jetzt auf der Venus steht, na, ist ein bisschen heiß bei der, aber es macht nichts, sie kann trotzdem noch ablesen, sie hat jetzt genau das Gegenteil, hat jetzt eine 0 bekommen. Die sind immer entgegengesetzt und deshalb ist, sage ich mal, auch die Übertragungsgeschwindigkeit scheinbar schneller als die Lichtgeschwindigkeit, weil sie ist sofort da. Also und Albert Einstein hat dieses Phänomen damals auch als spukhafte Fernwirkung bezeichnet. Weil man sich nicht erklären kann, wie das funktioniert. Nichts in unserem Universum ist schneller als das Licht, nichts, das wir kennen, von dem wir je wissen, außer von verschränkten Qubits oder verschränkten Quantenteilchen. Genau, und damit habe ich, sage ich mal, einfach ein unglaubliches Potenzial in dem Quantenrechner. Dadurch, dass ich, wie gesagt, unendlich viele Zustände zwischen 0 und 1 darstellen kann, plus ich kann mehrere Zustände verschränken, bedeutet also, wenn ich nur 128 Qubits habe, dann habe ich eine Zahl, naja, lass mich mal kurz schauen, das müssten ungefähr 340 Sextillionen sein. Wenn Sie jetzt noch ein einzelnes Qubit hinzufügen, also 100, von 128 erhöhen wir jetzt auf 129, dann verdoppelt sich diese Zahl an Zuständen. Ich kann jetzt also 600, knapp 680 Sextillionen Zustände darstellen und so weiter und so weiter. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben hier 1000 Qubits zur Verfügung. Also die Zahl, die wird nicht mehr auf die Folie passen, wahrscheinlich auch nicht mehr auf alle Folien, die wir hier vorbereitet haben. Also gigantisch, gigantisch, was hier abgeht. Und dazu muss man natürlich sagen, es gibt hier nicht nur eine einzelne Art von Quantenrechner, sondern im Prinzip gibt es zwei Technologien, die sich, mit denen man sich so beschäftigt. Das eine ist die sogenannten universellen Quantencomputer, auch Quantum Gate Computer genannt. Hier habe ich jetzt mal eine schöne Veranschaulichung mitgebracht. Wie bedient man denn überhaupt so einen Quantencomputer? Das ist jetzt das IBM-System. IBMQ nennt sich das. Man sieht ja auf der linken Seite so ein kleiner Laptop. Dort werden, sage ich mal, die Eingaben noch klassisch, also wie ich jetzt an meinem Rechner könnte ich den programmieren. Die werden dann hier im Normalfall über eine Cloud-Lösung, weil im Normalfall haben die meisten Menschen keinen Quantencomputer zu Hause, an die Steuerungselektronik gesendet. Die schickt, sage ich mal, in dem Fall, dass es sich hier um supraleitende Qubits handelt, Mikrowellensignale an diesen Quantenrechner. Der goldene Käfig hier, der ist ungefähr so groß wie eine Garage. Der ist also ganz schön groß. Und das alles ist nur die Kühlung, weil dadurch, dass es eine supraleitende Technologie ist, müssen wir das auf fast 0 Kelvin, also auf minus 273 Grad runterkühlen. Das ist kälter als im Weltall draußen, kälter als Deep Space, also es ist wirklich sehr, sehr kalt. Und da ganz unten dran hängen dann die einzelnen Qubits. Und dann gibt es noch eine weitere Technik, die sogenannte Quanten-Annealing-Technologie. Augustin, vielleicht mal vereinfacht gesagt, da ich jetzt nicht so im Detail noch drauf eingehen möchte, das basiert auf dem sogenannten Tunneleffekt. Es ist also eine andere Art von Quantenrechner, man könnte auch sagen Special-Purpose-Quantencomputer, weil sich mit dem nicht nur universelle Probleme lösen lassen, sondern nur noch bestimmte, aber dafür ist die Technologie auch einfacher und dementsprechend auch weiter fortgeschritten schon. Wie funktioniert das? Nun, beim klassischen Rechner ist es so, ich möchte jetzt über den Berg kommen. Über den Berg, das kann jetzt erstmal, naja, stellen wir uns mal vor, wir hätten hier ein Auto. So, und wir geben jetzt ein bisschen Gas und versuchen jetzt mal über den Berg drüber zu kommen. So, jetzt haben wir leider nicht genug Gas gegeben. Was passiert? Naja, blöd. Das Auto rollt wieder zurück. Wir haben es nicht über den Berg geschafft. Wir können jetzt natürlich deutlich mehr Energie aufwenden. In klassischer Rechensprache bedeutet das einfach, es dauert viel mehr, ich brauche viel mehr Zeit. Ich muss jetzt viel mehr Energie investieren, um über den Berg zu kommen. Habe ich jetzt aber so einen genannten Quantenanneale, dann kann ich von dem Tunneleffekt profitieren. Und zwar, was passiert denn jetzt? Das Ding fährt einfach durch den Berg durch. Also das bedeutet, ich komme auf die andere Seite, scheinbar ohne, sage ich mal, über den Berg drüber fahren zu müssen. Das bedeutet, ich muss also nicht mehr diese viele Energie aufwenden, ich muss nicht mehr diese viele Zeit investieren. Ich habe also einen deutlichen Zeitgewinn
Genau, und hiermit übergebe ich wieder an meinen Kollegen Augustin Danzio, der Ihnen jetzt erklären wird, was das denn in der Praxis bedeutet und wie man hier von tatsächlich von dieser, naja, ich finde sie zumindest sehr interessant, diese ganze Technologie und ja, was dahinter steckt, wie man davon jetzt aber mal wieder zurück ins Business kommt und das auch mal in echte Werte verwandeln kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jens. Ich finde es immer wieder spannend, auch wenn ich den Vortrag natürlich schon kenne und die Technologie dahinter, aber ich finde es immer wieder spannend, sich das mal vor Augen zu führen, was dahinter steckt. Und auch ein bisschen witzig, dass unsere, naja, doch witzig ist das richtige Wort, dass unsere Wissenschaftler in der Quantenphysik und der Physik unterschiedlicher Meinung da sind oder beziehungsweise verschiedene Dinge beobachten können. Aber kommen wir zurück zur Praxis. Wie können wir jetzt den Quantencomputer mit der Superposition, der Verschränkung und der des Tunnelings oder des Tunneleffektes für uns nutzen? Ich habe dafür ein Beispiel mitgebracht, nämlich das Beispiel der Verbriefung, eine Asset-Backed-Security-Transaktion. Was das kurz ist, erläutere ich an einem konkreten Beispiel eines Automobilproduzenten. Dieser hat nämlich auf der einen Seite die Autos und auf der anderen Seite Kunden. Die Kunden haben das Geld, kaufen aber das Auto nicht, sondern sie finanzieren es oder leasen es. Bedeutet im Umkehrschluss, der Automobilhersteller, der bekommt sogenannte Forderungen, aber bekommt das Geld nicht. Auf der einen Seite haben wir damit glückliche Menschen mit einem neuen Auto, auf der anderen Seite haben wir damit aber traurige Fahrzeughersteller, die nur in der Zukunft das Geld versprechen, das Versprechen bekommen, das Geld in der Zukunft zu erhalten. Und jetzt kommt es zum kommt eine zweite Bank ins Spiel, sagen wir die Commerzbank. Und die sagt, hey, ich habe ein Produkt namens Verbriefung, da mache ich Folgendes. Ich sammle die Forderungen ein, packe sie in den Briefumschlag und mache sie dann verfügbar an diesen Briefumschlag an Investoren, die können das dann kaufen. Das ist ein bisschen ähnlich vielleicht, ne? Also im Laufe des Tages sicherlich gibt es jetzt Parallelen dazu. Das geschieht in Form eines Bonds oder einer Anleihe, aber so wandert im Grunde das Geld dann auf die Seite des Fahrzeugherstellers. Der kann damit wieder arbeiten, neue Fahrzeuge produzieren und sein Geschäft weiter ausüben und ist letztlich wieder glücklich. Schauen wir jetzt mal auf den Briefumschlag etwas genauer. Der Briefumschlag muss ja gefüllt werden. Und wir haben dazu mitunter Hunderttausende von Forderungen, gerade bei einem Automobilhersteller. Auf der anderen Seite haben wir aber sogenannte Eligibility Criteria, also Kriterien, die vom Investor gefordert werden, Kriterien, die einzuhalten sind. Ganz einfach ist es, das maximale Volumen der eingekauften Forderungen darf 100 Millionen nicht überschreiten. Als Beispiel kann natürlich mehr oder auch weniger sein. Die maximale Laufzeit, Restlaufzeit soll also maximal 10% der Restlaufzeit der Forderung, der selektierten Forderung soll unter 2 Jahren sein, damit die Anleihe nicht zu schnell schon bedient ist. Und vielleicht haben wir noch eine weitere Komponente, nämlich maximal x% aus einer gewissen Region oder aus einem gewissen Land dürfen selektiert werden. Das Ganze gibt ein kombinatorisches Optimierungsproblem. Die einzelne Rechnung hat natürlich exakt diese Eigenschaften, nämlich eine Fördersumme, Fordersumme, eine Restlaufzeit, eine Region etc. Wenn wir jetzt also mal in den Selektionsprojekt einsteigen und ich sagte ja bereits, diese drei Kriterien, die ich jetzt als Beispiel genommen habe, das Volumen, die Laufzeit und das Land bzw. die Region, aus der sie stammt und wir haben Hunderttausende von Rechnungen, die wir uns anschauen müssen, da können wir 2 Dinge machen. Entweder wir gehen sequenziell durch Rechnung für Rechnung durch oder aber wir approximieren, indem wir einzelne auswählen. Und das tun wir jetzt mal. Wir setzen die Parameter, die sind jetzt alle unten mit einem grünen Pfeil markiert und dann picken wir einzelne Forderungen raus. Und jedes Mal, wenn wir eine rauspicken, schauen wir unten, ob die grünen Haken noch da sind, ob alle Eligibility Criteria noch erfüllt sind. Und siehe da, beim letzten Picken ist die Runtime Constraints, die Nebenbedingungen für die Laufzeit, die Restlaufzeit, überreizt worden und damit ist sie auf Rot gesprungen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als entweder die letzte Rechnung zurückzulegen und das ist dann meine Selektion oder aber ich führe das Ganze nochmal durch und schaue, dass ich das Ganze optimiere, nämlich als kombinatorisches Optimierungsproblem.
Das ist tatsächlich auch das erste Projekt, was wir gemacht haben zum Thema Quantencomputing in 2019 oder Anfang 2019. Wir nannten das schlicht und ergreifend Projekt Quantum 1.0. Also die ein Selektionsprozess für die Verbriefungstransaktion, bei der wir davon ausgegangen sind, dass es keine Stückelung gibt. Sprich, die gesamte Rechnung wird eingekauft, beziehungsweise die gesamte Forderung. Drei Nebenbedingungen haben wir genommen, die ich gerade schon erwähnt habe, und wir haben es mit 2000 Forderungen geschafft. Jetzt sagen Sie, Moment mal, hat er nicht gesagt, es sind Hunderttausende? Doch, das habe ich. Das bedeutet, mit dem technologischen Reifegrad von Quantentechnologie sind wir noch nicht in der Lage, Hunderttausende von Forderungen hier zu berücksichtigen, geschweige denn mehr Nebenbedingungen. Also haben wir eine Limitierung. Nichtsdestotrotz, es lässt sich über Simulatoren, in dem Fall ist es von Fujitsu ein Simulator, den wir verwendet haben und in 4 Monaten das Projekt umgesetzt haben, lässt sich herausfinden, kann man das Ganze skalieren. So sieht das im Übrigen aus, wenn man das dann ausführt. Die roten Punkte sind quasi, oder alle Kreise sind quasi einzelne Forderungen. Die sind mit einer gewissen Laufzeit und einer gewissen Volumen, also Restwert. Und die blauen sind jene, die wir nicht selektiert haben. Die roten sind diese, die wir selektiert haben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Konzentrationslimit auf Laufzeit zwischen 1 und 2 Jahren. So, jetzt sagte ich, das ist skalierbar. Wir haben uns die Ergebnisse mal angeschaut und haben das Ganze als Benchmark gegenüber das aktuell produktive System gelegt. Und siehe da, wir haben ein anderes Ziel erreicht, mit Ziel meine ich eine Ausschöpfung der eingekauften Forderungen, als mit dem klassischen System und auch als mit einer simplen Monte-Carlo-Simulation, bei der approximiert wird, indem einzelne Rechnungen, so wie eben gezeigt, rausgepickt werden. Und es ist schon erstaunlich. Es ist zwar nicht viel, 0,05% besser, aber es ist ein anderes Ergebnis und es ist ein qualitativ besseres. Das Ganze hat 21 Sekunden gedauert. Jetzt muss man dazu fairerweise sagen, da ist jetzt eine VPN-Strecke mit dabei, da ist der Aufbau Richtung Japan in dem Fall mit dabei, etc. Das eigentliche Kalkulieren hat nur 0,2 Sekunden gedauert. Mit dem produktiven System sind wir da weit drüber. Und letztlich ist jetzt die Frage, ja gut, sparen wir damit Zeit? Was ist, wenn das hunderttausende Forderungen werden? Wir erinnern uns an Jens Jeschner, der gerade sagte, mit der Verschränkung und mit der zusätzlichen Verfügbarkeit eines Qubits verdoppelt sich die Anzahl der Möglichkeiten für die Qubits. Also sprich, wenn ich jetzt hingehe und beobachte, wie sich die Technologie weiterentwickelt, und ich brauche heute eine gewisse Anzahl an Qubits, die ich simuliere oder auf dem Quantengate oder auf dem NILA benutze, dann habe ich mit jedem Zuwachs eines Qubits eine Verdoppelung. So kann ich relativ schnell errechnen, wie viele brauche ich, um dann das gesamte fachliche Problem darzustellen und über den Quantencomputer laufen zu lassen. Und durch die Verschränkung habe ich auch die Möglichkeit, die Zeitersparnis, wie sie jetzt hier bei diesem verkleinerten Problem aufgetaucht ist, gleichzeitig in der gleichen Zeit mehr Forderungen, mehr Rechnungen quasi mir anzuschauen und dabei keine zusätzlichen Zeiteinbußen zu bekommen, wohin ich mit einem produktiven System von heute immer einen exponentiellen Anstieg der Rechenzeit habe. Das heißt, es dauert jetzt bei so einem kleinen Problem 1 bis 2 Sekunden. In der echten Welt, bei der echten Verbriefung, dauert es mitunter eine ganze Nacht, 8 bis 10 Stunden. Und mit Quantentechnologie könnte es in Zukunft ebenfalls 0,2 Sekunden, die reine Berechnung könnte weiterhin 0,2 Sekunden brauchen, wenn ich genug und ausreichend stabile Qubits zur Verfügung gestellt bekomme von den Technologieprovidern, weil das ist nicht Teil des Minecubators, wir bauen keinen Quantencomputer. So, und jetzt ist die Frage, worin steckt jetzt das Potenzial für Factoring? Naja, auch beim Factoring habe ich Anforderungen oder Rechnungen, und gerade beim Ankauf von Rechnungen werden ähnliche Dinge getan. Es werden Parameter gesetzt, die beziehen sich auf das Volumen, auf Konzentrationslimite, die Kunden, die Schuldner, und es werden Rechnungen selektiert, die nämlich zum Einkauf dastehen. Und das Ziel ist letztlich der optimale Ankauf von Rechnungen. Also sprich, dass ich genau so viele Rechnungen, diejenigen Rechnungen kaufe, die ich auf Basis meiner Parameter ankaufen möchte. Letztlich ist es ein kombinatorisches Optimierungsproblem, wie eben schon dargestellt.
Wie gehe ich nun dran? Naja, die Lösung ist recht einfach und jetzt muss ich leider ein bisschen, aber nicht zu stark, aber ein bisschen in die Mathematik gehen. Wir brauchen eine Energiefunktion. Wir bereiten also alles vor und das ist auch tatsächlich das aktuell laufende Projekt mit FCOM zusammen, wo wir uns genau diese Vorbereitung gerade anschauen und wie könnte man mit dem Quantencomputer diesen Ankaufprozess optimieren. Ich definiere zuerst eine Zielfunktion, die sieht in etwa so aus. Sprich, ich möchte die Rechnungsbeträge summieren und dann noch einige Nebenbedingungen einhalten. Also sprich, die Limite sollen nicht überzogen werden, die Konzentrationen sollen nicht ausgereizt werden etc. Das sind jetzt beispielsweise zwei dieser Nebenbedingungen. Es kommen noch 21 weitere dazu und daraus ergibt sich auch schon wieder die Komplexität, denn dieser Ankaufsprozess ist tatsächlich ein extrem komplexer. Und der Quantencomputer wäre in der Lage, sämtliche Nebenbedingungen inklusive der Zielfunktion auf einmal zu errechnen. Ich nehme nun die Zielfunktion, die Nebenbedingungen und schreibe sie jetzt um in sogenannte, ich sag mal, Quantumsprache. Dazu benutze ich ein Format, das nennt sich Quadratic Unconstrained Binary Optimization oder kurz QBO. Wir nehmen also das eben Gesagte, verwenden einen QBO-Generator, der macht uns etwas, das sieht ungefähr so aus, nämlich eine riesengroße Matrix, die es zu lösen gilt. Und diese Matrix kann ein Computer auch lösen, braucht aber mitunter Jahrzehnte dafür. Der Quantencomputer macht das etwas schneller, denn er berechnet ja, wir erinnern uns an die Münzen, alle auf einmal und dreht nicht jede Münze manuell nacheinander um. Und der Quantencomputer spuckt uns dann eine Lösung aus, 0 oder 1, also sprich, kaufe ich oder kaufe ich nicht für sämtliche Rechnungen, die ich quasi einkippe. Ja, was bringt uns das denn? Also warum sollten wir das überhaupt tun? Naja, die Ergebnisse und die Vorteile, wir denken nochmal über die Superposition nach und die Verschränkung und das Tunneling, alle Effekte, die wir hier nutzen, bringen uns dazu, dass wir alle Rechnungen in einem Lauf verarbeiten können, sprich alle Kombinationen, die möglich sind, kaufen, nicht kaufen, sämtlicher zur Verfügung Rechnungen, nicht sequenziell abarbeiten, sondern alle auf einmal überprüfen können. Und das Ganze da bei gleichzeitiger Ausschöpfung aller Parameter, die ich setze, mit Parameter meine ich die Limite etc. Insgesamt wird der Rechnungsankauf dann auch noch schneller und davon profitiert dann quasi der Nutzer. Was sind die Vorteile? Die Vorteile sind, wir haben eine optimalere Liquiditätssteuerung, denn wie gesagt, wir schöpfen unsere Limite komplett aus, was dann zu höherem Ertrag führt. Und was ebenfalls ein Vorteil ist, dadurch, dass wir die Parameter gesetzt haben und die sich nicht verändern, haben wir kein zusätzliches Risiko. Jetzt lassen Sie mich noch ganz kurz sprechen, wie haben wir das gemacht. Und natürlich haben wir nicht bei Null angefangen. Wir haben ein paar Werkzeuge dafür verwendet, die wir in meinem Inkubator gebaut haben, um den Start in die Quantenwelt zu beschleunigen. Das sind zum einen ein Quantum Development Kit, der quasi genau das, was ich gerade erläutert habe, umsetzt und dabei behilflich ist, quasi QBOs zu generieren, die Quantensprache zu adressieren. Wir haben einen Anila, auf dem man testen kann und vorher, bevor man an die doch recht teure echte Quantenwelt das Problem schickt, in-house über eine GPU-basierte API-Schnittstelle kalkulieren kann. Und wir haben gewisse Erfahrungswerte aus anderen Projekten, aus anderen Produkten, schauen uns auch an, was macht die Konkurrenz, wobei ich hier nicht von Konkurrenz sprechen möchte, sondern was machen andere Kollegen hier von JP Morgan, IBM zum Beispiel zum Thema Optionsbepreisung, haben wir nachgebaut, um nachzuvollziehen, wie das Ganze funktioniert und auch weiter zu lernen, wie man Quantentechnologie in der Zukunft einsetzen kann. Das Ganze steht zur Verfügung, weil wir denken, dass sich das, die Beschäftigung mit Quantencomputern jetzt schon lohnt, um diejenigen Prozessschritte und Produkte zu finden, die wir jetzt bei der FCOM relevant sein könnten für die Quantumwelt, die kommt, die wird sicher kommen. Jetzt schon zu identifizieren, haben wir gesagt, wir stellen all das, was wir haben, zur Verfügung. Es ist teilweise bei GitHub, teilweise ist es für Teilnehmer des sogenannten Quantum Circles. Es ist im Grunde eine Community, die adressiert jede, nicht nur Unternehmen, sondern auch Unternehmen wie Startups oder größere Unternehmen, auch Akademier sind adressiert, um gemeinsam zu erforschen, was Quantencomputing leisten kann und konkrete Lösungen zu erarbeiten, deren Skalierbarkeit wir daraufhin prüfen, um das Ziel zu verfolgen, bereit zu sein für die Quantenära.
Wer mehr darüber wissen möchte, gerne auf quantum-circle.com. Letztlich ein ein Satz im Imperativ: sei bereit für die Quantum-Ära. Es macht Sinn, sich jetzt wie die FCOM ebenfalls damit zu beschäftigen, Quantencomputing zu begreifen, auszuprobieren. Vielleicht nicht mit 100% des Fokuses eines Riesenteams, aber zumindest, um zu wissen, was sind die Prozesse und was sind vielleicht auch neue Produkte, die Sie ergeben können auf Basis dieser Technologie, die die Kunden später für sich vorteilig nutzen können. Wir sind nun fertig mit dem Vortrag. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen einen Einblick über die Quantentechnologie verschaffen. Und wir sind der letzte Vortrag, also von daher gerne Fragen jetzt noch. Ich schaue kurz auf die Uhr. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft für Fragen. Ja, ich schaue gerade auf meine Anzeige. Fragen sind jetzt keine reingekommen. Ich glaube, dass manch einer so ein bisschen überfordert war, aber das Wichtige war natürlich auch, dass Sie eine Chance hatten, ein Signal zu setzen, dass das schon etwas ist, was man nicht einfach so im Raume stehen lässt und mit dem Spruch, sehen wir dann, wenn es soweit ist, sondern dass es sich lohnt, sich rechtzeitig Gedanken zu machen über diese Thematik, um auch dann, wenn es wirklich losgeht, schon ein Konzept zu haben. Ne? Absolut. Und das finde ich natürlich, das finde ich den super. Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Nein, also ich finde, Sie haben das hervorragend dargestellt. Klar, manches war für jemanden, für einen Laien wie mich, was die Naturwissenschaften, speziell Physik anbetrifft, schon ein bisschen komplizierter, aber trotzdem nette Schaubilder, um das auch für den Laien verständlich darzustellen. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich denke, wir bleiben mit Ihnen gemeinsam am Ball und gucken, weil das natürlich auch für ein Softwarehaus wie uns durchaus ein Riesenvorteil ist, wenn wir einfach dieses Thema schon präsent im Raum haben, damit wir uns nicht abhängen lassen. Absolut. Ja. Und die Chancen auch nutzen. Vielen Dank für die Gelegenheit, unsere Erkenntnisse hier mal vorstellen zu dürfen in dem Rahmen. Wir hoffen doch, das hat dem einen oder der anderen auch gefallen. Also von daher vielen Dank von unserer Seite aus. Dem schließe ich mich Dankeschön an. Dankeschön und noch einen schönen Tag für Sie beide. Ebenso, danke. Ebenfalls, ne? Genießen Sie noch den restlichen Abend. Bis dann. Danke. Tschüss.